Willkommen zu einem neuen Anleitungsvideo zur Textverarbeitung, hier am Beispiel von LibreOffice Writer. In diesem Video werde ich zunächst kurz etwas über die Grundlagen sagen, insbesondere über die Begriffe Klasse und Objekt, die hier eine große Rolle spielen und nicht nur hier. Im Grunde sind ja alle Anwendungen an Computern inzwischen, also nach heutigem Standard, objektorientiert programmiert. Das heißt, man sollte sich also damit einmal auseinandersetzen. Im zweiten Teil werde ich dann kurz etwas zum Thema Aufbau des Programmfensters von LibreOffice Writer sagen. Kommen wir zum Thema 1, den Grundlagen. Wenn wir eine Textverarbeitung öffnen, entsteht zunächst ein Dokument. Das Dokument ist eine Klasse und diese Klasse kann man in Form eines Diagramms darstellen. Das habe ich hier einmal getan. Also Klassenname, im Fenster darunter kann man eigentlich Eigenschaften zusammenfassen und eine Methode. Was ist eine Klasse? Eine Klasse ist eine allgemeine Vorgabe für etwas. Also eine Schulklasse zum Beispiel kann man allgemein hier definieren als Schulklasse, Eigenschaften, Anzahl der Schüler, davon männlich, weiblich, Oberstufe, Unterstufe, also verschiedene Eigenschaften hier vorgeben und Methoden, dann den Klassenwechsel etc. Das sind also Dinge, die man mit den Eigenschaften machen kann. So, und das ist also eine allgemeine Vorgabe. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine konkrete Klasse betrachtet, dann wird aus dieser allgemeinen Vorgabe ein Objekt abgeleitet. Das ist eine ganz konkrete Geschichte, die existiert also real. Ich zeige also mal hier ein Beispiel noch. Wenn ich die Klasse Ball definiere, dann kann ich also die Eigenschaft Farbe, Material, Füllung und viele andere Eigenschaften hier definieren. Hier unten kann ich also sagen, was man mit dem Objekt alles so anstellen kann und mit den Eigenschaften. Und so habe ich also allgemein eine Darstellung erzielt in diesem Klasse-Diagramm, die mir diese Vorlage praktisch näher beschreibt. Wenn ich jetzt über einen konkreten Ball spreche, dann sage ich natürlich, ich habe hier einen Basketball, der hat jetzt, und das ist ganz wichtig, eine ganz bestimmte Farbe. Das heißt, ich muss einer Eigenschaft einen konkreten Wert zuordnen. Und zwar jeder Eigenschaft einen konkreten Wert zuordnen. Und so erhalte ich also jetzt ein ganz konkretes, reales Objekt, nämlich einen Basketball, über den ich dann sprechen kann. So viel also zum Thema dieser Begriffe Klasse und Objekt. Wir werden im Anschluss an dieses Einleitungsvideo uns mit ganz konkreten Klassen für die Textverarbeitung beschäftigen. Also ausgehend von dem entstandenen Dokument erhalten wir also dann natürlich erst einmal eine Seite. Die Seite ist ein Objekt mit bestimmten Eigenschaften, ein konkretes Objekt mit ganz bestimmten definierten Eigenschaften. Und wie man diese Eigenschaften also verändert und seinen entsprechenden Vorgaben anpasst, das wollen wir hier kennenlernen. Wenn wir uns diese Seitenobjekte ausreichend betrachtet haben, geht es dann an die Absätze. Hier kommen wir dann schon in Richtung Inhalt, Seiteninhalt, Gliederung des Seiteninhalts. Auch diese Absätze haben ganz bestimmte Eigenschaften. Wie man die aufruft und ändert, werden wir dann in einem der nächsten Videos kennenlernen. Und das sicher elementarste Objekt auf einer Seite ist natürlich ein Zeichen. Viele Zeichen ergeben also dann Objektgruppen, die man entsprechend beeinflussen kann. Welche Eigenschaften welches dieser Objekte jeweils hat und wie man die beeinflusst und wie man eben dadurch dann auch ganz konkret das Dokument erhält, das man möchte. Das wollen wir also im Anschluss dann hier uns nach und nach erarbeiten. So viel zum Thema Klassen und Objekte. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema, nämlich dem Programmfenster. Das Programmfenster besteht wie alle Fenster unter Windows natürlich aus einem Rahmen mit einer Titelzeile hier oben.
die grundlegenden Vorgaben, das sind also schon mal diese Buttons, Fenster schließen, Fenster maximieren, Fenster minimieren. Hat man das Fenster maximiert, kann man es natürlich auch wieder in eine normale Größe bringen. Ich zeige das hier mal. Ah, das hat jetzt gerade nicht geklappt, weil ich oben war. Das nennt man also dann verkleinern. Doppelklick auf die Titelzeile erreicht man also dasselbe. Maximieren und verkleinern. Hier steht in der Titelzeile der Name der Datei. Das heißt also der Name, unter dem die Daten hier im Arbeitsbereich zusammengefasst und gespeichert sind. Der Name des Programms. Die Menüzeile enthält auch hier wieder alle Funktionen, die das Programm beherrscht, komplett und vollständig, während die Symbolleisten hier wieder nur die wichtigsten Eigenschaften hier zusammenfassen. Die kann man auch hier wieder wie in anderen Programmen abreißen, diese Symbolleisten. Ihr seht den schwarzen Rahmen, da kann man sie wieder andocken. So ist die offizielle Bezeichnung. Hier sind die Symbolleisten praktisch einstellbar. Hier kann man also bestimmte Dinge auswählen. Rechte Maustaste hier drauf und man kann also die Symbolleisten noch anpassen und viele andere Veränderungen hier vornehmen. Ja, so viel zu den Symbolleisten. Es gibt natürlich auch Symbolleisten am unteren Teil. Ich werde jetzt mal diese Symbolleiste hier einfach schließen. Dann ist raus. Die Symbolleiste mit den Zeichenfunktionen, die kann man hier oben mit Hilfe dieses Symbols ein- und ausschalten. Das braucht man ab und zu. Diese Symbolleiste habe ich jetzt hier erhalten, weil ich mit einer Gliederung arbeite. Dazu kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Also die Symbolleisten stellen wichtige für die Arbeit mit der Maus schnell nutzbare Funktionen zur Verfügung. Und dienen also der leichteren Arbeit, der Erleichterung der Arbeit. Hier haben wir sogenannte Lineale, die wir dann später auch mit Tabulatoren anreichern werden und die uns also helfen, das Dokument weiter zu verwalten. Hier haben wir unsere Seitenleiste. Hier können wir also das Eigenschaftenfenster dann leicht öffnen oder eben auch das Vorlagenfenster, Galerie, Navigator. Das sind also wichtige Werkzeuge. Aufgepasst, sollte die Seitenleiste nicht zu sehen sein, ist sie eventuell hier ausgeschaltet oder die Sichtbarkeit ausgeschaltet worden. Sollte sie überhaupt nicht mehr zu sehen sein, sollte man im Menü Ansicht hier die Seitenleiste natürlich aktivieren. Darüber hinaus haben wir also am unteren Rand des Programmfensters noch die Statuszeile. Sie hilft uns also verschiedene Zustände, Status, Zustand zu beeinflussen. Zumindest teilweise zu beeinflussen. Sie zeigt uns, in welcher Sprache wir gerade in der Rechtschreibhilfe arbeiten. Dass wir zuletzt eine Änderung hier vorgenommen haben, speichern wir das Dokument, wird die Änderung dann hier entsprechend nicht mehr angezeigt. Wir sehen hier also auch verschiedene Hinweise. Wir sind auf der Seite 1 von 2 und so weiter. Statuszeile also Zustände. Und über die Statuszeile können wir auch verschiedene Einstellungen noch verändern. Zu guter Letzt haben wir dann hier noch den Arbeitsbereich. Das ist natürlich das Allerwichtigste an dem Programm. Der Arbeitsbereich, der uns also das liefert, was wir eigentlich brauchen, nämlich eine leere Seite. Wann immer wir ein neues Dokument öffnen, zum Beispiel Datei neu, Textdokument, haben wir also ein neues Textdokument erhalten. Das erste, was wir hier bekommen, ist eine leere Seite, ein leeres Seitenobjekt. Abgeleitet aus der Klasse Seite. So viel zum Thema Überblick. Steigen wir nun ein in die Arbeit mit der Textverarbeitung, indem wir uns nämlich zunächst den Eigenschaften dieses Seitenobjektes zuwenden. Viel Spaß dabei!